Die Sparkassenfiliale im Stadtteil Neuzippendorf feierte am 3. März ihr 25-jähriges Jubiläum. 1997 wurden die Türen in der Magdeburger Straße geöffnet. 7 Mitarbeitende betreuen die Kunden vor Ort. Seit dem Umbau vor 25 Jahren hat sich die Sparkassenfiliale zu einem modernen, barrierefreien Anlaufpunkt für die Menschen im Stadtteil entwickelt. Zusammengewachsen sind auch die Partner und Unternehmen vor Ort, wie beispielsweise die Drescher Werkstätten. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Sparkassenfiliale überreichte Joachim Ziegler, Vorstandsmitglied der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, eine Spende in Höhe von 250 Euro an das Vielfalter-Bistro am Schweriner Zoo. Der Geschäftsführer der Drescher Werkstätten, Stefan Hüppler, nahm den Scheck mit Freude entgegen. Wir arbeiten mit den Drescher Werkstätten seit vielen Jahren zusammen. Im Grunde genommen kann man sagen, von der ersten Stunde an, die Drescher Werkstätten leisten eine ganz hervorragende Arbeit, was die Einbindung von Behinderten anbelangt ins gesellschaftliche Leben und ins Arbeitsleben. Und von daher ist uns das auch ein Bedürfnis, das zu unterstützen. Also für uns ist die Spende einfach ein wichtiger Beitrag, dieses tolle Angebot im Vielfalter, für das wir die Spende ja auch bekommen haben, einfach auch weiterzuentwickeln. Wir haben dort noch eine Menge vor. Wir wollen dort den ersten inklusiven barrierefreien Spielplatz in Schwerin bauen. Das soll in diesem Jahr erfolgen und wir wollen uns auch mit dem Vielfalter noch Richtung See erweitern, dort eine Terrasse bauen und insofern sind wir sehr dankbar, dass die Sparkasse uns an dieser Stelle unterstützt. 16 Menschen mit Behinderungen arbeiten gemeinsam mit 5 hauptamtlichen Mitarbeitern im Vielfalter-Bistro am Schweriner Zoo. Im Mai 2021 wurde das Bistro eingeweiht. Ohne viel Vorbereitung hat die Belegschaft nach den Corona-Lockerungen im vergangenen Sommer bis zu 2200 Gäste pro Tag bedient.